Meine Damen und Herren, ich komme jetzt zu einer schockierenden Nachricht für Sie. Hilfe, unser Sohn riecht nach vergammeltem Fisch. Das war es eigentlich nicht. Nee, ich habe Karl Lauterbach im Fernsehen gesehen. Ja, und er war nicht bei Markus Lanz. Was? Nein, doch. Oh. Schäm dich, Karl. Warum? Ja, Starjournalist Markus Feldenkirchen durfte unseren Gesundheitsminister für seine Sendung Konfrontation begleiten. Und ich sag mal so, so nah lässt Karlchen sonst nicht seine FFP2-Maske an sich ran. Ja? Und wussten Sie zum Beispiel, dass Karl Lauterbach seit den 80er Jahren kein Salz mehr isst? Ja, Jeremy Fragrance, denk mal darüber nach. Gut, das macht natürlich die Essensbestellung im Restaurant ein bisschen komplizierter und leicht anstrengend. Ich hätte wieder gerne das Spaghetti, also Gamboni, senza sale, kommt und als Hauptspeise hätte ich gerne den Loup de Mer mit irgendeinem Gemüse ohne Salz. Ja, Gemüse, ja. Genau, dann nehme ich das, aber senza sale. Senza sale. Senza sale? Senza sale hört sich an. Gab es mal einen Hit von Eros Ramazzotti, der so hieß? Senza sale. Ja, mein Italienisch ist sehr, sehr gut. Senza sale? Nein, Quatsch, es heißt natürlich ohne Salz. Ja? Ich hoffe für den Wirt sehr, er meint wirklich senza sale und nicht senza zale. Ist so. Kein Salz, kein Salz. Noch schlimmer ist eigentlich nur noch zu viel Zucker. Immer wieder schön. Immer wieder gut. So, jetzt aber bei Konfrontazione, also in diesem investigativen Erfolgsformat, da wird uns sogar ein Blick in Karls Arbeitsalltag gewährt. Und da sehen wir ihn, wie wir ihn noch nie gesehen haben. Videokonferenz mit dem Deutschen Pflegerat. Diese Besprechung ist echt was für Feinschmecker. Ein wahres Feuerwerk an Abkürzungen und Fachtermini. PPUG halten als Sicherung, PPR 2.0 einführen, PPR 2.0 weiterführen, in ein neues Instrument überführen, ohne dass man 137k macht. Das ist aus unserer Sicht das, was sinnvoll ist. Ja, ich sag nur PPUG halten, Rittersport abstoßen. Dann machen wir sogar 330k bei gleichbleibenden C3PO mit einer Rendite von R2D2, LG und MFG, Puffi. Ich habe kein Wort verstanden, was er erzählt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, genauso muss sich ein Love Island-Kandidat fühlen, wenn er aus Versehen in die Tagesschau seppt. Hm? So, damit aber nicht genug. Wadenbeißer und Starjournalist Markus Feldenkirchen lässt nicht locker und stellt, wie ich finde, eine der knallhärtesten Recherchefragen, die es jemals im Fernsehen gab. Herr Lauterbach, wirklich niemand im Lande kann es besser beurteilen als Sie. Bei welcher Talkshow gibt es das beste Buffet? Buffet hat massiv nachgelassen in den letzten 2 Jahren, also wie auch die Geselligkeit nach der Talkshow, einfach aus Corona-Schutzbedingungen. Also wenn ich jetzt also darüber nachdenke, also bei Markus Lanz gibt es einen riesigen Beerenteller nach der Show. Also mit Himbeeren, Blaubeeren, auch Brombeeren, kommt auf die Form an. Und der Beerenteller, der hat was. Vor allem, er redet immer nur, den kannst du, glaube ich, alles fragen. Oder, ja, danke, da werde ich Ihnen Folgendes zu sagen. Und bei Beerenteller dachte ich für einen kurzen Moment, Markus Lanz hat tatsächlich 2 Bären geschossen und es gibt ein leckeres Grizzly-Carpaccio. Übrigens, falls du nicht wusstest, der Bärenteller bei Markus Lanz ist eine Sensation. Bei Sandra Maischberger gibt es leider nur Wasser und Brot. Das ist eine Enttäuschung. Ja, nicht gut. Gar nicht gut. So viel zum Talkshow-Catering oder wie es für Karl Lauterbach heißt, zweites Gehalt. Als wäre das jetzt aber noch nicht genug, plaudern dann auch noch Insider-intime Geheimnisse über Karlemanns wilde Jugend aus. Ich habe vor einem Jahr mal zu Karl gesagt, lass uns doch mal bitte spazieren gehen und mal eine Stunde nicht Corona erwähnen. Ich habe ihn gefragt, welches Parfüm hattest du denn im College da? Ne? Armani Zitrone. Armani Zitrone?
Ich habe mal recherchiert, das gibt es gar nicht. Das Parfüm hieß etwas anders, und zwar, ich glaube, Tuscany. Tuscany Uomo? Ja, ganz genau. Ich habe es auch hier. Das war, erinnern Sie sich? Ja, ich erinnere mich auf jeden Fall. Warten Sie. Ich bin da. Unglaublich. So gut wie damals. Ich wusste nicht, dass es noch im Handel ist. Haben Sie den Gefühlsausbruch gesehen? Unglaublich. Vor allem, wie kommt man bitte von Tuscany Uomo auf Armani Zitrone? Null, null hört sich das gleich an. Ich dachte, der Lauterbach spricht fließend Italienisch. Wo ist es hin, wenn er es braucht? Senza sale, für den Arsch. Vor allen Dingen nur drei kleine Sprühs vom Lieblingsparfum. Lieber Karl, da musst du aber noch einiges von ihm hier lernen. Ja. Und weil wir mindestens genauso investigativ sind wie Markus Feldenkirchen, haben wir uns tatsächlich diesen Duft, der mittlerweile übrigens seit Montag ist das gelaufen, ne? Der ist ausverkauft. Also wir haben noch so einen Tester hier bekommen. Den gibt es nicht mehr, weil alle Leute losrennen und wollen wissen, wie riecht der scharfe Karl. Und deswegen, ich weiß auch nicht, wie es... So, und... Kein Feuerzeug anmachen. Unglaublich. Boah, das ist eklig. Als ob ein Klostein einen Wunderbaum vergewaltigt hätte. Wenn der so früher gerochen hat, musste er nicht verhüten. Warte mal. Hilfe, unser Sohn riecht nach vergammeltem Fisch. Jetzt passt's. Jetzt passt's. Ja. Falls Sie sich jetzt fragen, warum ist, also warum sollte das Karls Lauterbach absolut, ich bin benebelt von dem Zeug. So, liebe Freunde und Freunde, ich komme mir vor wie der Masseur. Masseur. So, warum ist das Karl Lauterbachs absoluter Lieblingsduft? Und ich kann es Ihnen sagen, der Duft fasst seinen Charakter perfekt zusammen. Es gibt eine offizielle Beschreibung dieses Parfums. Ein sinnlich aromatischer Duft für den leidenschaftlichen Mann, Charakter abenteuerlich. Das beschreibt mich von damals. Kein Witz, aber auf jeden Fall hat es mir damals Erfolg gebracht und ich sollte es wieder nutzen, ja. Raus die Bilder, raus die Bilder. Wie der privat feurig abgeht, möchte ich mir einfach nicht vorstellen. Ein sinnlich aromatischer Duft für den leidenschaftlichen Mann. Also wenn das Karl Lauterbach ist, dann kann Tobi Gatt auch sehr gut tanzen. Sorry, sorry, muss man sagen. So, toll, 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 Karl Lauterbach mal so von seiner persönlichsten Seite kennenzulernen. Man möchte ihn einfach nur in den Arm nehmen und sagen... Ich liebe dich.